Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. 3-0 hört sich super an. Wir haben hinten nicht viele Chancen zugelassen, wenn dann waren sie ja durch Fernschüsse gefährlich und auch gerade Tabea Kemmel, Natasa Andonova zum Schluss. Die haben einfach auch einen Schuss, das wussten wir vorher. Da kann man auch nicht, das kann man auch nicht immer verteidigen, aber zum Glück ist kein Tor passiert. Ja, und wir haben einfach eiskalt unsere Chancen genutzt gleich zu Anfang. Klar hatten wir noch mehr Torchancen und deswegen denke ich auch, dass wir verdient gewonnen haben. Ja, jeder Titel ist, ist schön und jetzt, wo man natürlich zum Ende der Karriere hingeht, dann ist es natürlich schön, wenn man eine Karriere dann auch noch mit dem Titel, mit dem einen oder anderen, wir haben natürlich auch die deutsche Meisterschaft vielleicht, beenden kann. Ja, ich war mir absolut sicher. Ich habe die Torhüterin angeschaut, sie hat mich angeschaut, sie hat mich noch angelächelt, ich habe mal schön zurückgelächelt und war mir absolut sicher, dass ich den reinmache und nicht ausrutsche. Es ist einfach eine tolle Sache für den VfL Wolfsburg, dass wir in beiden DFB-Pokalendspielen vertreten sind. Und ich denke, dass auch die Mannschaft von Dieter Hecking das mehr als verdient hat, so wie sie dieses Jahr auftreten. Und der ganze Verein freut sich auf dieses Spiel gegen Borussia Dortmund. Und es wäre schön, wenn der Verein Geschichte schreiben könnte und als erster Verein die beiden DFB-Pokale in Wolfsburg in der Vitrine stehen hätten.